Pommes 2.0. Sternekoch Sascha Wolter gibt seinen Michelin-Stern für schwarze Edelfritten auf. Reporter Giovanni hat sie gekostet. Modern, bunt und auf den Punkt. Mit einer Werbekampagne will die Polizei junge Menschen für sich gewinnen. Und SGBBM-Männer vor Krimi beim Auswärtsspiel in Ludwigshafen wird der richtige Durchblick gefragt sein. Und damit guten Abend und hallo zum Journal hier bei Regio TV. Was essen Sie am liebsten als Beilage zum Hauptgericht? Vielleicht einen Salat oder doch lieber Pommes? Dem Ex-Sternekoch Sascha Wolter ist es jedoch zu langweilig gewesen, einfach nur Pommes zum Hauptgericht zu servieren. Er erfindet die Fritte neu und entwickelt verrückte Geschmacksrichtungen, wie unter anderem Trüffelpommes. Reporter Giovanni war bei ihm zu Gast und hat die Pommes 2.0 gekostet. Dann fällt es jetzt schon mal direkt in die Asche. Also es kam eine Zeit, da war das recht modern, sage ich mal, so Lebensmittel schwarz zu färben. Das war so in den ganzen Sterneküchen weltweit eigentlich hip. Und Sascha Wolter kann das auch bestens beurteilen. Bis Mai 2017 hat der Sternekoch ein Sternelokal in Backnang geführt. Seit seinem Rücktritt dort widmet er sich aber ausschließlich seinen Luxusfritten. Unterstützt wird er dabei von Ehefrau Ina. Es war wirklich ein mutiger Schritt, sag ich mal. Also mein Mann ist da, glaube ich, um einiges mutiger als ich. Aber ich habe da ihm vollstens vertraut und fand den Schritt wirklich toll. Und es macht Riesenspaß, ja. Zu Beginn tüfteln die beiden noch alleine an den Fritten. Mittlerweile sind bei Frittenlauf 20 Mitarbeiter beschäftigt. Knapp 6 Tonnen Edelfritten werden monatlich produziert. Und da fragt sich nicht nur die schwäbische Hausfrau, wer schält all diese Kartoffeln? Ja, mittlerweile haben wir dann den Partner, wo wir die Kartoffeln beziehen, also ein Lieferant aus Bayern, der uns das schon, die Arbeit schon abnimmt. Also die bekommen wir dann schon geschält. So hat Sascha natürlich auch mehr Zeit, sich um neue, ausgefallene Geschmacksrichtungen zu kümmern. Momentan sind es 5. Weitere sollen aber folgen. Und bevor die beim Kunden landen, gehen sie erst einmal durch den familiären Geschmackscheck. Ich bin da immer gerne die Erstverkosterin für irgendwelche neuen Ideen und gebe da gerne irgendwie so mein Feedback in der Verfeinerung, wie man an einem Rezept vielleicht noch rumfeilen kann. Aber mit diesen Ideen, das ist Sascha ganz klar. Also hat er auch die schwarzen Dinger verbrochen, die Black Truffle Fritten. Und jetzt mal ehrlich, schreckt die düstere Farbe nicht auch etwas ab? Ja, nein. Also es ist schon so natürlich, dass es gibt da immer wieder natürlich Leute, die kommentieren und sagen, oh, die sind verbrannt. Ist aber auch ganz häufig so ein Gesprächseinsteiger, sage ich mal, bei vielen. Die finden das eigentlich ziemlich cool und witzig als Idee, dass man das halt macht. Allerdings werden diese witzigen, coolen Ideen nur in Handarbeit und nicht als Massenproduktion umgesetzt. Das ist aber nur ein Grund, warum die Edelfritten etwas teurer sind. Also wir haben einfach ganz andere Zutaten schon mit drin. Es sind Kräuter mit drin, also Rosmarin, wir haben Knoblauch, wir haben Tomate, Kürbiskerne, Kichererbse und. Also es sind ja schon ganz andere Zutaten halt auch als nur die geschnittene Kartoffel. Und ob das zu schmecken ist, das muss ich jetzt natürlich auch noch testen. Mein Fazit, von mir gibt's für alle Sorten die volle Frittenpunktzahl. Außer für die schwarzen. Das ist aber auch subjektiv, weil ich Trüffel einfach nicht so gerne mag. Und bei einer anderen Farbe wäre ich mir auch nicht so sicher. Wird es dann in Zukunft auch lilane Fritten geben? Ja, da fällt mir so ad hoc. Vielleicht Einhornfritten. Vielleicht Einhornfritten, genau. Also bisher ist nichts geplant, aber wir sind grundsätzlich, ist ja unseren Ideenreichtum ja keine Grenzen gesetzt. Viele Kinder haben den gleichen Berufswunsch, Polizist. Wirklich in die Tat umsetzen tun das allerdings nur wenige. Für die Polizei ist das ein Problem, denn die brauchen dringend Nachwuchs. Deshalb haben sie jetzt eine Werbekampagne gestartet, die neue Einblicke in den Beruf geben soll. Ich entscheide mich für einen Beruf, weil ich davon überzeugt bin. Und deshalb muss ich da reinpassen. Ich muss mich wohlfühlen und ich muss dafür stehen, für das, was ich tue. Nathalie ist von ihrem Beruf begeistert. Die 21-Jährige ist eine der 8 Polizeianwärter, die ab heute in der neuen Werbekampagne vorgestellt werden. Initiiert wurde die vom Innenministerium zusammen mit der Polizei Baden-Württemberg. Wir wollen erreichen, dass junge Menschen
junge, andere junge Menschen ansprechen. Wir wollen eine Kampagne, ich glaube, das ist ganz gut gelungen, die zeitgemäß und modern daherkommt. So zeitgemäß und modern wie die Polizei. Auch Innenminister Thomas Strobel ist dieser Meinung. Das neue Image sei nötig, denn in den nächsten 6 Jahren gehen ungefähr ein Drittel der Polizeibeamten in den Ruhestand. Nachwuchs wird daher dringend gebraucht. Die Kampagne soll jetzt neue Einblicke in die Ausbildung geben. Ja, also ich denke, junge Menschen können sich mit uns identifizieren. Die können denken, okay, ich bin genauso alt, ich bin auch ein junges Mädel, will irgendwas machen, was mich fordert und fördert. Und ich denke, dadurch können einfach Leute sich besser hineinversetzen. Wie ist es? Wie läuft es ab? 1.800 Stellen sollen durch die Aktion dieses und nächstes Jahr besetzt werden. Im September wurde das Ziel allerdings nicht ganz erreicht, auch weil die Einstellungstests schwierig sind. Für alle, die sich nach den Videos vorstellen könnten, zur Polizei zu gehen, hat Nathalie daher noch ein paar Tipps. Ich würde auf jeden Fall raten, zu so einer Infoveranstaltung zu gehen. Dort erhält man halt wichtige Informationen, wie man sich am besten darauf vorbereiten kann. Weil es gibt manche Bücher, die einem helfen können, sich da reinzudenken. Aber ich glaube, im Endeffekt kommt es darauf an, dass man ruhig bleibt und wirklich eine Aufgabe nach der nächsten abarbeitet und sich da nicht irgendwie reinsteigert oder zu nervös wird oder so. Ob nun jung oder alt, zum Alltag eines Polizisten gehören auch Unfallaufnahmen. So auch gestern auf der Enzweinger Steige bei Vaihingen-Enz. Das Bild, das sich den Einsatzkräften bot, war verheerend, ebenso wie die Folgen des Unfalls. Mehr dazu jetzt in den Kurznachrichten. Es ist nur noch ein Blechklumpen, der erahnen lässt, mit welcher Wucht sich dieser Unfall auf der B10 nahe Vaihingen-Enz abgespielt hat. In diesem Auto verstarben gestern Abend eine 27-jährige Frau und ein 19-jähriger Mann. Aus bislang unbekannten Gründen gerieten sie in den Gegenverkehr und prallten mit einem entgegenkommenden LKW zusammen. Der zerquetschte das Unfallauto wohl regelrecht, drehte sich daraufhin und streifte ein weiteres Auto. Dessen Fahrerin wurde leicht verletzt, der LKW-Fahrer erlitt einen Schock. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. In der Hans-Martin-Schleyer-Halle wird demnächst wieder geflogen. Denn am 9. und 10. November findet die 36. ADAC Supercross Stuttgart statt. Der Veranstalter versprach heute schon in Stuttgart hochklassigen Motorsport und Topstars der Szene. Das erwartet auch Motocross-Profi Tom Koch. Gerade in der SX2-Klasse dominieren halt die Franzosen zurzeit und ich hoffe, dass wir Deutschen die stoppen können. Unter anderem sind 25 Rennen geplant. Kurze Pause, dann schauen wir im wahrsten Sinne des Wortes genauer auf die Männer der SG BBM Bietigheim. Was hinter dieser Trainingsmethode steckt, das verraten wir gleich hier im Journal. Regio TV. Herzlich willkommen zurück. 2 Punkte aus 10 Spielen, das ist die spärliche Bilanz der SG BBM Bietigheim in der Handball-Bundesliga. Damit steht das Team auf dem letzten Platz. Punktgleich mit den Eulen Ludwigshafen. Und genau gegen die geht es am kommenden Donnerstag. Ein extrem wichtiges Spiel. Aber vielleicht hilft den Bietigheimern ja eine neue Trainingsmethode. Es sieht schon ein bisschen komisch aus. Gestandene Handballspieler, die mit einer Art Sonnenbrille trainieren und dabei sogar auch noch das ein oder andere Mal so richtig daneben fassen. Training mit der Strobo-Brille, ein neues Element im SG-Alltag. Ja, zuerst habe ich über eine Bekannte von der Strobo-Brille erfahren, dann habe ich mich im Internet kundig gemacht und herausgefunden, dass in Amerika, vor allem in der NBA und in der NFL, schon eigentlich flächendeckend damit gearbeitet wird. Ja, und nachdem ich mich da eingelesen habe, war ich der Meinung, das ist eine gute Idee für uns. Und so funktioniert's. Ja, die Brille, die fängt an zu flackern und zwar, die ist möglich durch einen Stromstoß wird das Glas hell dunkel und das kann man einstellen in verschiedene Stufen und zwar in 8 Stufen, sodass es immer kurzzeitig hell ist, kurzzeitig dunkel und diese Stufe der Dunkelheit kann man verlängern und damit trainieren sie die Antizipation, die Reaktion und auch sie öffnen ihr peripheres Sehen und sodass sie einfach ein breiteres Blickfeld haben. Vor allem Fußballtorhüter trainieren schon länger mit der Strobo-Brille, aber auch Basketballstars aus der NBA. Ein Top-Argument bei den Spielern, die sonst auch gerne mal ein bisschen skeptisch auf neue Trainingsmethoden reagieren.
Man ist schon auch skeptisch, aber ich habe den Jungs gleich erzählt, dass Steph Curry damit trainiert und jeder kennt diesen NBA-Spieler und das steigert die Eigenmotivation unglaublich. Am Donnerstag beim so wichtigen Auswärtsspiel bei den punktgleichen Eulen Ludwigshafen wird dann auch wieder der richtige Durchblick gefragt sein. Wer hier gewinnt, hält den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze. Abstiegskampf erste Liga ist immer hart. Wir müssen da mit Kampf und Einsatz reingehen, aber auch die spielerische Qualität mitbringen. Und ich hoffe, dass wir diese Woche gut trainieren und dass wir dann mit guten Mutes nach Ludwigshafen fahren können und dort dann die nächsten 2 Punkte für den Klassenerhalt zu holen. Die SGB BMB Dikan ist übrigens die erste Handballmannschaft, die als komplettes Team mit der Strobo-Brille trainiert. Vielleicht wird sie ja tatsächlich noch Mittel zum Zweck und hilft der SG bei ihrer Mission Klassenerhalt. Ganz ohne Strobo-Brille verschaffen wir Ihnen jetzt noch den richtigen Durchblick in Sachen Wetter, wie es da morgen und in den kommenden Tagen in der Region wird. Das sagt Ihnen gleich Anna Gröbel. Von uns war es das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis morgen. Gleiche Zeit, gleicher Sender. Wir freuen uns auf Sie. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, auf Wiedersehen. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Sturmtief war ja, haben wir nun überstanden. Zum Oktoberfinale wird es deutlich freundlicher und ruhiger und auch wieder ein bisschen milder. Die Temperaturen steigen nach einer kalten, teils rutschigen Nacht auf 10 bis 15 Grad. Und dabei bleibt es in ganz Baden-Württemberg trocken, beim Mix aus Sonnenschein und ein paar Wolkenfeldern. Auch bei uns in der Region ziehen zwischendurch ein paar Wolkenfelder durch, die bleiben aber harmlos. Regen ist kein Thema. Zwischendurch ist einiges an Sonnenschein mit dabei und die Temperaturen, die steigen zum Beispiel in Freudenstadt auf 10, in Sindelfingen auf 12 und in Stuttgart sogar bis auf 14 Grad. Zum Start in den November wird es ein bisschen trüber, gelegentlich auch nass bei maximal 14 Grad. Danach geht es aber mit recht freundlichem Wetter weiter. Nur am Samstag kann es gelegentlich etwas regnen und dabei bleibt es außergewöhnlich mild.